Deutschland schickt Soldaten mit Tornados in den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Ein ähnliches Szenario beschreibt Jörg Traubot aus Loma in seinem aktuellen Roman. Nur war der schon längst geschrieben, als die schrecklichen Anschläge von Paris passierten. Das Buch ist teilweise autobiografisch. Er war Oberst der Luftwaffe und Krisenmanager. Terroristische Anschläge und Entführung gehörten jahrelang zu seinem Alltag. Es war eine Geiselnahme, die die ganze Welt bewegt hat. In der Konzerthalle Bataclan in Paris Mitte November. Auch Jörg Traubot hat sie in den Medien verfolgt. Der Stress ist riesengroß. Man versucht natürlich, so viele Menschenleben zu retten, wie es irgendwie möglich ist. Aber vergessen Sie bitte nicht, die Situation hat man erst vor Augen, wenn man am Ort ist. Denn es gibt ja keine Videoübertragung, die zeigt, wie eine solche Geiselnahme dort jetzt abläuft. Das heißt, der Einsatzleiter vor Ort muss ad hoc entscheiden. Und ich denke, das haben die in Paris gut gemacht. Er spricht aus Erfahrung. Jahrelang hat Traubot Unternehmen, Privatpersonen und die Bundesregierung bei Geiselnahmen beraten. Als Krisenmanager, als ruhiger Pol, der in einer schwierigen Situation einen klaren Kopf bewahrt. Krisenmanager ist er durch einen Zufall geworden. Eigentlich war der 72-jährige Pilot bei der Luftwaffe. Noch heute liebt er das Fliegen. Doch dann wollte er sich verändern. Ich habe mit 50 Jahren den Job quittiert als Oberst in der Luftwaffe in Brüssel und habe eine Anzeige aufgegeben, Oberst ready for takeoff. Und daraufhin hat sich ein Headhunter gemeldet und sagt, hallo, ich habe was für Sie. So bin ich da reingekommen. Erst hieß es Theoriepauken. Wie geht man mit Opfern um? Wie verhandelt man mit Geiselnehmern? Dann echte Geiselbefreiungen in Osteuropa und Südamerika. Er muss sich beweisen, zeigen, ob er hart genug für den Job ist. Während meiner Ausbildung hatten wir einen Studenten in Bogota, den wir frei verhandelt hatten von der Guerilla. Und an dem Tag der Freilassung flüchtete er und wurde von der Guerilla erschossen. Und daraufhin dachte ich, Jörg Traubot, that's not your thing. Aber ich habe weitergemacht und danach ging es dann eigentlich nur noch gut auf. Über 300 Menschen hat er aus gefährlichen Situationen gerettet. So wie ein deutsches Seglerpaar, das im April 2014 auf den Philippinen in Geiselhaft genommen wurde. Auf den Philippinen sind die beiden deutschen Entführungsopfer jetzt in der Obhut der deutschen Botschaft in Manila. Dort kümmern sich Psychologen und Ärzte um das gestern freigelassene Paar. Jörg Traubot hat das Auswärtige Amt bei den Verhandlungen beraten, die Angehörigen psychologisch begleitet. Eine nervenaufreibende Zeit, auch für ihn. Es gibt eine gewisse Grundsorge, dass das daneben geht. Denn anders als bei sogenannten Lebensmittelprodukterpressungen geht es hier immer um Menschen. Leben gegen Geld. Und sie sitzen da auf Hochspannung, klar, die Sorge schwebt immer mit. Über Details der Geiselbefreiungen spricht Jörg Traubot nicht gerne, aus Respekt vor den Opfern und ihren Familien, die ihm vertraut haben. Verschwiegen sein, das gehört zum Job, ebenso wie Risikobereitschaft. Ich muss zugeben, ich lebe ganz gerne am Risiko, nicht jenseits des Risikos, aber meine Grenzen erprobe ich schon. Und wenn dann noch die soziale Komponente mit reinkommt, dass ich Menschen helfen kann, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Ja, und jetzt ist er bei uns. Guten Abend, Herr Traubot. Guten Abend, Frau Schütt. Sie haben im Beitrag gesagt, Sie leben gern am Risiko. Waren Sie in Ihrer Zeit als Krisenmanager auch mal richtig in konkreter Gefahr? Der Job wird immer verwechselt mit James Bond. Das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Einmal gab es Gefahr, da war ich in einer Gerichtsverhandlung in Berlin. Und da saß in der dritten Reihe mit Sicherheit die russische Mafia, die darin verwickelt war. Und ich habe mir nur gedacht, hoffentlich komme ich da gut wieder aus dem Gerichtssaal raus. Und wie Sie sehen heute, das hat geklappt. Aber es ist schon ein harter Job, oder? Ja, es ist ein harter Job, wohl mehr, weil Sie viel denken müssen und die richtige Entscheidung treffen müssen. Denn es geht immer um Leben gegen Geld. Und das ist sehr spannend, ja. Das heißt, man braucht gute Nerven? Ich denke, ja. Wie oft hat das geklappt, Geld eigentlich gegen Leben? Eigentlich immer. Einmal nicht. Und das war eben dieser Fall, wo der junge Mann am Tag der Verhandlung, der Freilassung flüchtete. Und wir kriegten dann einfach nur noch die Leiche zurück. Und das war sehr furchtbar. Das war in Kolumbien. Ja, tragisch. Sie betreuen ja auch immer sehr eng die Familienangehörigen der Menschen, die Sie versuchen, frei zu bekommen. Wie nah geht Ihnen das?
Ja, das ist das Entscheidende. Und das mache ich in letzter Zeit eigentlich viel mehr als das eigentliche Management von Geiselnahmen. Doch, das geht mir schon sehr nah. Und ich denke, wenn ich das 3 oder 4 Wochen gemacht habe, dann ziehe ich mich zurück, dann geht jemand anders ran. Also es ist schon eine sehr emotionale Geschichte, weil man selber unter dem Druck steht. Ist die Entscheidung, die du jetzt gibst, ist die richtig, ist die verkehrt? Was sage ich der Familie, wo mache ich einen Stopp? Aber die Familie hat ja einen Anspruch auf Wahrheit. Sie sagen gerade, es ist emotional sehr belastend auch. Sie haben ein Buch geschrieben, da geht es um Elitesoldaten, die in eine Geiselnahme kommen. Haben Sie sich Ihre Emotionen da vielleicht so ein bisschen von der Seele geschrieben? Ja, das habe ich mit Sicherheit. Bisher habe ich Sachbücher geschrieben, aber in diesem Fall war es eben so, dass in diesem Buch 3 Brüder eigentlich genau das passiert, was wir jetzt haben. Es geht also auch um Geiselnahmen, es geht um Terrorakte. In meinem Buch nicht um Paris, sondern um einen großen Bahnhof hier ganz in der Nähe. Ja, und dann geht es natürlich darum, was macht die Regierung? Und wie ein Wunder, ja, ich habe damals schon Tornados eingesetzt, also im letzten Jahr geschrieben. Und heute wurde beschlossen, dass sie fliegen. Ich bin selber entsetzt, wie sehr die Wirklichkeit dieses Buch 3 Brüder einholt. Sie sind ja selber mal geflogen. Was sagen Sie zu der Entscheidung? Gemischt. Auf der einen Seite bin ich sehr froh, dass wir Flagge zeigen, aber auf der anderen Seite denke ich, das Konzept ist nicht da. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten eine politische Strategie, mit welcher Allianz bekämpfen wir den IS und vor allen Dingen auch mit welcher Militärstrategie. Die Luftschläge und Tornados tragen dazu bei, werden das Problem nicht lösen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren, Jörg Traubot, ehemaliger Oberst der Luftwaffe und Krisenmanager. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.